Einen Hallo. wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, Ja, guckt ihn euch an, den Kleinen. eine neue Runde, ein neues Glück. Ich habe in der vergangenen Woche intensiv daran gearbeitet, das Bauen zu erlernen von Gebäuden. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich weiß jetzt, wie man baut. Ist das nicht toll? Ja, deshalb wisst ihr auch, was es das heißt, dass Zero jetzt weiterbauen wird. Was? Nein, natürlich nicht. So, erstmal das Inventar checken. Übrigens gab es ein Update. Unsere Stats wurden zurückgesetzt, deswegen haben wir sie gerade nochmal neu gesetzt. Ich muss nochmal ganz kurz meine ganzen Baupläne erlernen. Ja, das muss ich auch noch. Ach, jetzt weiß ich ja, Und. warum ich halb tot war, weil ich ja die ganze Zeit auf Gesundheit gegangen bin. So. Was hatten wir denn überhaupt? So, die Axt. Dann weiß ich noch, ich hatte Stoffhose und Stoffhemd. Ich werde mal die ganz wichtigen Sachen machen. Zuallererst so. Das auch egal ist. Oh Gott. Delphi! Ja, genau, Zero der Baumeister. Eigentlich heißt der Baumeister ja eigentlich Bob, aber wir haben ihn umbenannt zu Zero. So, wir machen das Ganze aus Holz. Das heißt, ich werde schon mal Holzpfeiler lernen, weil das momentan dann das Wichtige ist. Ja. Ich wollte meinen Schrank und mein Floß. So. Die Frage ist, soll ich jetzt Triceratops-Sattel noch erlernen? Ja, wieso nicht? Kann nicht schaden. Bist du Level weiter als ich? Ja, scheint so. So, Holzdach, Holzwand. Oh, weißt du, was ich dann mache? Wenn du die ganzen Bausachen machst. Was? Hast du den Chat offen? Ach, habe ich vergessen. Moment, uno secundo. Ich muss ja kurz den Chat öffnen. Ja. Und meine ganzen 1000 Tabs schließen, damit das Spiel flüssiger läuft. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Xyrem? Würde ich jetzt fast mal. Oder XY Ram? Fragt nämlich, ob du das wirklich schaffen kannst. Was? Na, das mit dem Bauen, weil du jetzt der Baumeister bist. Natürlich. Können wir das schaffen? Ach ja. So, was will ich denn noch? Siehst du, wir können endlich Ledersachen. Ich habe nämlich überlegt, ob ich das kleine Beet lerne. Weißt, Schon mal ein bisschen mach das jetzt anpflanzen oder was? einfach. Ja. So, okay. Wo ist mein Parasaurus? Hat er die letzte Folge überlebt? Ja. Herbert! Na, Herbert, komm mit. Nee. Das Problem ist natürlich, wir haben hier jetzt nicht wirklich viele Holzressourcen, ne? Das stimmt. Oh, ich verhungere schon wieder. Ja, Das ich verdurste guck ins ich. Aber Feuer. ich habe Essen. Alles Achso. gut. Ich habe gerade 40 Fleisch reingelegt zum Kochen. Na, ich habe irgendwie noch 11 Rostfleisch und ein paar gekochte. Noch nicht mehr lange und ich kann auch den Raptor wieder reiten. Oh, das wird schön. Boah, welcher war. Der 36er war meiner, ne? Namenlos. Ach du Scheiße. Ich merke gerade, wie ineffizient die normale Axt ist. Wieso bekomme ich Stroh aus dem Baum? WTF? Mit Axt Ach bekommt man doch so. Holz eigentlich. Mit der Axt, ja, eigentlich müsstest du Holz bekommen. Also Ah, okay. zumindest mehr Holz als. Ja, ich habe gerade extrem viel Stroh bekommen, war ganz seltsam. Komisch. Auf was willst du deinen Raptor skillen? Ich muss mir die Werte gleich angucken. Ich mach das gleich. Der Okay, Level läuft ja das nicht weg. machen wir. Nö, zum Glück nicht. Und damit noch ein paar dazukommen, streichle ich mal unsere kleinen Buff-Tierchen. Super süß. Die wollten wir alle auf Gesundheit leveln, ne? Ja. Was wir auf jeden Fall noch machen können, ist eine Dodo-Farm. Das fand ich lustig. Als ich gebaut habe, habe ich die ganze Zeit Dodos gezüchtet. Oh ja, das wollte ich ja beim letzten, bei Staffel 1 schon machen. So, und du siehst übrigens eher aus wie Prinzessin Lilifee, wird hier gerade Habe ich gesagt. gelesen. Ich habe es nicht weiter kommentiert, weil es unmännlich ist. No. So, ich hoffe, hier ist keine Son Goku hier, ne?
Irgendwo in der ich Nähe. Hoffe auch. Irgendwo war eine, das weiß ich. Nahe unserer Base. Wenn man hochgeht, auf der linken Seite. Da waren wir letztes Mal und haben erkundet. Ich wundere mich, wo die ganzen Tierchen sind. Hier vorne ist irgendwie alles leer geworden. Voll abgehauen. Das ist doch cool, dann können wir endlich farmen und so. Naja, so, die meisten waren ja friedlich, bis auf die Bären. Und die Hyänen. Ja, die sind hier. Und ich glaube, irgendwas Unfriedliches hatten wir noch. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ja, ein Carnosaurus war in der Nähe letzte Folge oder vorletzte Folge, ne? Ja, irgendwie so. Der war da gespawnt. Wie lange es dauert, Holz zu farmen mit der normalen Axt? Ich hatte ja ein bisschen gescheatet beim Bauen. Ich habe mir direkt Level 100 gegeben, habe mir ganz viel auf Stärke gebaut, habe mir 1000 Tragefähigkeit gegeben. Und wenn ich losgezogen habe, Bäume gefällt, damit es schneller geht. Und da kriegst du halt wirklich so um die 50 bis 60 Holz durch einen Baum. Und hier gammel ich jetzt mit 30 rum. Tja. Und ich die ganze Zeit, immer wenn er das erzählt hat, Cheetah! Cheetah! Ja. Ich hab's ja nur für uns gelernt. Ja, ja. Ich musste ihn einfach damit aufziehen, weil er mich mit sowas auch immer aufzieht, wenn ich cheate. Böse Frau. Nein. Wann cheatest du denn mal? Bei anderen Spielen. Ich weiß gar nicht, das letzte Mal, wo habe ich das letzte Mal gecheatet überhaupt? Ich glaube bei Warcraft 3. Ich habe wohl die hässliche Lederrüstung gemacht. Boom. Soll ich dir auch Lederhose und Brustrüstung machen? Kannst du gerne machen. Oh. Okay, für die Brust fehlen mir noch Leder. Aber ich könnte... Warte, mir fehlt gar kein Leder. Was erzähle ich? Also ich habe noch 136 Leder im Inventar. Ja, na dann ist das perfekt. Da bist du, Para. Warum? Aber eigentlich ist das ja für den Raptor gedacht, ne? Ja, das ist blöd. Ach ja. Ich wünschte, man könnte die ganz großen Bäume auch fällen. Und sonst hat man hier so wenig Bäume. Ich weiß nicht, haben die das überhaupt gedacht, die Entwickler? Wie, was? Na, dass man die großen Bäume nicht fällen kann. Ja, natürlich haben die das bedacht. Sonst könnte man die ja fällen. Ja, vielleicht dachten sie sich auch, hier sind so viele Bäume, wir müssen da gar nicht so viele hinlegen. Das nächste, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber nein. Mute. Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie Eisen finden, das wäre echt cool. Ich bin so doof. Ich glaube, wir sind auch nicht mehr so weit entfernt von den Eisensachen. Weiß ich nicht, wieso? Wie kommst du darauf jetzt so? Ja, weil so eine Metallaxt wäre schon echt geil. Ach so, naja, theoretisch am Strand haben wir auch ein bisschen Eisen, ne? Ja, diese Mini-Quellen mit den runden Steinen. Ja, immerhin. Parasaurus hat ein Level-Up. So. Ich habe dir die Hose zumindest schon mal in eine der Truhen gelegt. Delphi hat 10 Barbies und einen Ken. Der Glückliche. Oh mein Gott. Das Problem ist, es gibt aber auch mehr Barbies zu kaufen als Cans. Ich hatte damals... Na wobei, ich hatte immerhin für fast jede Barbie einen Ken. Aber nur fast. Wolltest nicht, dass sie einsam sind, ja? Nein, ich wollte vor allem nicht, dass sie... ja, na, ihr wisst schon. Das konnte ich nicht zulassen. So, was, unsere Kisten sind voll. Ja. Sowas geht gar nicht. Haben wir eigentlich einen männlichen und weiblichen Dodo? Ja, ne? Ja, die sind beide in dem Raum eingesperrt. Stimmt. Naja, da unsere Gegend hier weder zu heiß noch zu kalt ist, müsste das eigentlich easy funktionieren. Müssen wir nicht mehr auf die Eier achten.
Das kann gut möglich sein, ja. Also ich habe nur, dass mir zu heiß ist, wenn ich direkt am Lagerfeuer stehe, was ja dann normal ist. Ja. Das heißt, das Lagerfeuer darf halt nur nicht in der Nähe der Dodos sein und dann ist es gut. Ein Hochzeitscan. Ja, ja, siehst du mal. Ich jeden Tag eine neue heiraten. Hast du wahrscheinlich immer so jeden Tag gespielt, ne? Heute heiratest du mal die. Oh. Ganz ehrlich, das ist wie bei Sims. Erdbeben. Erdbeben. Ich liebe Erdbeben, vor allem im Dunkeln, wenn man die Diamanten so schön leuchten sieht. Oh. Da fällt mir ein, der Nacktmodus ist nicht mehr so ganz in der Nähe von unserer Basis. Da, ja. Diamanten! Ich muss mal ganz kurz gucken, wo unsere Basis ist, dann kann ich sagen, inwieweit die Hyänen von uns entfernt sind. Oh, das hört sich nicht gut an. Wenn unsere Basis jetzt hinter diesem Baum ist, sind sie genau davor. Oh, bitte nicht. Ach, scheiße. Die sind genau den Weg hoch. Aber es ist keine Son Goku-Hyäne. Ach so, na, dann könnten wir die ja bei doch, da, mit. Scheiße. Die sind zu dritt. Zwei normale, eine und Son Goku. Zu dritt auch noch. Okay. Pass auf, wenn du hochreitest. Ich glaube, ich reite nicht hoch. Nein, Para, komm her, ich bin überladen. Verdammt. So, die Frage ist jetzt, wo genau sollen wir bauen? Einfach hier so auch ein Stück ins Wasser rein vielleicht? Ja, wieso nicht? Ich meine, wir können... Ey, das ist eigentlich voll die gute Idee, sowas, das ins Wasser zu bauen. Oder? Willst du jetzt ins Wasser? Na, aufs Wasser. Oh, das können wir machen. Ich meine, also jetzt, wo du es so sagst, ich finde, das ist eine richtig gute Idee. So. Ach, wahrscheinlich. Boom. Ich habe gerade mitbekommen, wie schwer Pilze eigentlich sein können in der Masse. Und Stroh. Komisch. So. Ich glaube, von der Höhe ist das richtig gut, ne? Ey, das ist perfekt. Das ist richtig gut. Das ist echt gut. So, wie breit wollen wir das haben? Gute Frage. Ich meine, breiter auf jeden Fall als das Haus, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, na so 7 oder 8 würde ich schon sagen, oder? Ich feier gerade den Chat so übelst. Ach ja. 8. Kennst so. Du die schon? Ja, ja. Das ist so extrem breit. Aber gut. Ja. Na ja, aber lass uns doch mal eine Luxusvilla bauen. Ist doch voll schön. Na gut, machen wir eine Luxusvilla auf dem Wasser. So, das Problem ist nur, dass die Son Goku-Hyäne da hinten ist. Die ist ein bisschen uncool. Ja, wir müssen uns noch irgendwas einfallen lassen. Ja, so. Mit unserem jetzigen Equipment wird das nichts. Das ist ja, klar. Ja, selbst mit dem Raptor nicht, ne? Ich wurde schon einmal von einer zerfetzt. Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge. Ja, war uncool. So. Nee, das glaube ich. Naja, wie gesagt, selbst mit dem Raptor nicht, ne? Nee. Ich würde ja gerne einfach den Raptor nehmen und sagen, komm, gib's ihr. Ach stimmt, oh, was soll denn hier nochmal hin? Hier wollte ich den Stall hinbauen, ne? Jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte beim letzten Mal den Stall bauen. Ich habe schon 2 Fundamente gebaut. Wow. Weißt du, was man hätte machen sollen bei A? Hm?
Man hätte es irgendwie hinkriegen müssen, dass man selber Bäume pflanzen kann. Das wäre cool gewesen. Tja. Geht ja theoretisch in jedem Survival-Game. Oh, ich verdurste schon wieder. Gott, was macht der denn? In unserer Nähe sind richtig viele wilde, unlustige Gegner. Das ist blöd, jetzt traue ich mich nicht mehr hier weg. Ja, wenn du aufs Wasser guckst, links, also so wild ist das nicht. Er ist ein Stück weiter hinten, der prügelt sich die ganze Zeit da mit der Spinne. Aber er ist theoretisch in der Nähe. Ja, diese komischen Spinnen, vor denen habe ich auch Angst. Ja, früher oder später haben wir eine Armee, dann sollen die mal kommen. Die Kacklappen. Naja, aber da hinten ist Holz, das ist voll cool. Und die springt hier so nah rum, dass ich immer denke so, hä, vielleicht sieht sie mich dann doch. Oh. Wir müssen irgendwann den meinen Nacktmull auch noch töten. Der gräbt hier ständig Diamanten aus, das ist voll blöd. Das geht nicht mit deiner Psyche, ne? Nein, nein, das glitzert und ich muss es haben. Ich habe sogar, ich habe sogar einen Reiterhof. Ich habe mich immer mit meinen Freundinnen um die Pferde gestritten. Ein totes Plastikpferd und zwei Barbies sind bei dem Anschlag gestorben. Autsch. Ihr habt euch so sehr, aber ich meine, irgendwem gehören die doch. Ja, wieso streitet man sich um Dinge, die einem anderen gehören? Tja. Gestern hast du damit gespielt. Und dann hast du damit gespielt. Heute will ich damit spielen. Nein. Und dann geht das immer so wenn weiter. Wenn ich gleich sterbe, sind die Hyänen übrigens noch näher gekommen. Aber ich will kurz super gucken, wo die sind. Ich hätte gern Bäume, aber jetzt, wenn du das so sagst, habe ich Angst. Okay, die haben sich aber wieder komm ein Stück weiter nach rechts verzogen, wo sie letztens waren. Sobald ich Betäubungspfeile habe, werde ich einen Triceratops zähmen, ihn auf Lebensgilden und dann greife ich sie an. Das ist mein Plan. Ja. Also ich gucke mich gerade hier oben um. Ich sehe jetzt, glaube ich, nichts Schlimmes. Ach, da bist du. Hihi, hallo. Ja. Ich sehe dich. Oder doch? Ach nee, das ist ein Pferd. Oder ist das ein Pferd da vorne, ne? Oh, ich will das Pferd haben. No, ich will das Pferdchen haben. Hast du es gut, Delphi? Ganz ehrlich, ich hätte früher gerne sehr viele Barbies und Pferde gehabt und so. Bei uns gab es aber keine Verwandten, die uns damit zugeschüttet haben. Ich brauche sowas nicht. Ich brauche kein Barbie. Nee, das Witzige, also was heißt witzig, das Ärgerliche an der Sache war, weißt du, ich hatte eine Freundin damals, die hatte richtig viel Verwandtschaft und die hatte immer mehr Spielzeug als ich. Immer die coolsten Barbies und immer die coolsten Barbie-Pferde und alles. Ja, und wenn ich einmal irgendwas hatte, was besser war, dann kannst du davon ausgehen, dass ich es am nächsten Tag nicht mehr hatte. Du? Und ich dann, ja, und ich es dann danach zufällig bei ihr gefunden habe. Okay. Ja, so tolle Freunde hatte ich. Hört sich ja nicht so nett so an. Nee. Ach, da ist der Kano. Aber er legt sich mit der Son Goku jener an. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ja, wahrscheinlich wird gleich die Wohnzimmertür zufallen. Er geht einfach weg. Die greifen sich an und gehen dann auseinander. Oh Gott, die greifen irgendwas an. Ich hoffe nicht mich. Ich lauf mal ein Stück weg. Ups. Ja, jetzt ist das quasi. Ja, es fängt nämlich gerade an zu gewittern. Ja. So eine Freunde braucht man echt nicht. Ach, die greifen dieses gepanzerte Viech an. Nee. Okay. Die jagen zusammen. Die Penner jagen einfach zusammen, der Kano und die Hyänen. Ich hab doch gesagt, die mögen sich. The fuck? Ich beim letzten Mal schon gesagt, oder? Ja, also mit den Raptoren hast du es gesagt.
Nee, das war der Kano und die... Ja, stimmt. Ja, doch, genau. Kano und Raptoren waren das, stimmt. Okay. Aber es war der Kano. Und siehst du, Fleischfresser mögen sich. Als ob. Delphi hat auch mal so eine Freundin. Ja, toll, oder? Tja. Was hattest du denn so Tolles, dass sie unbedingt haben wollte? Ich glaube, das war so ein kleiner, so eine Figur aus 101 der Martina. Ein Hund, also. Der Wahnsinn. Das Ding aber war, dass ich ihm aus so einem komischen Drahtzeug hatte ich ihm halt so ein um seine Pfote sowas rumgemacht. Und dadurch wusste ich halt, dass es meiner ist. Weil sie ja noch behauptet hat, nein, ich habe auch so einen. Ja, und dann dachte ich so, okay. Habe ich natürlich trotzdem wieder mitgenommen, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ich lasse mir sowas gefallen. Nee. Wie gesagt, er hatte ein eindeutiges Merkmal. So, ich werde einfach mal versuchen, hier die ganzen Bäume wegzupflücken, auch wenn wir wissen, dass hier irgendwo ein Kano war. Das Schlimme ist, ich habe überlegt die ganze Zeit, wie ich dir jetzt am besten helfen kann, wenn ich mich nicht daraus traue. Du kannst unsere Dodos züchten. Das kannst du machen. Ja. Ach ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie stärkere Tiere bekommen, um die ganzen Viecher hier loszuwerden. Johanna, wir sollten Raptoren züchten. Ja, das ging auch. Aber das dauert natürlich ein bisschen länger als so ein Dodo, ne? Ja, weil dann kann man zumindest damit anfangen. Pinker Lippenstift, Delphi. Ach du Scheiße. Kannst ja gerne sagen, dass das echt ein bisschen strange ist. Die ist 2 Jahre jünger als ich und wohnt in meiner Straße, geht auf die Gesamtschule und trägt mittlerweile pinken Lippenstift. Ja gut, aber auf Gesamtschule ist er dann ab 7. Klasse aufwärts. Da fängt's an. Oh, Level Up. Wobei bei pinkem... Oh nein, ich bin so blöd. Was? Oh, als die Punkte resettet wurden, wollte ich Punkte in Nahkampf machen und ich habe sie in Bewegungsgeschwindigkeit gesetzt. Ich habe hier mein persönliches Erdbeben. No. So. Die Dodos hier drin bleiben. Also ich habe ein Kästchen gehabt und in diesem Kästchen waren noch 3 Truhen, damit sie ganz, ganz wenig Platz hatten zum Laufen. Okay. Und das hat halt gereicht. Also du kannst, haben wir eigentlich schon Fundamente? Ja, na die sind doch hier eingesperrt bei uns. Ja, ja. Du kannst ja halt 3 Truhen da reinlegen. So dass die halt hinten links oder so in der Ecke eingequetscht sind. Und dann können sie sich fahren. Ungestört. Okay. Ja, da ist der Kano. Er ist aber noch ein bisschen weiter weg. So, nein, bleib da. Bleib da. Bleib da. Bleib da, kleiner Dodo. Aber ich kann keine Kisten herstellen. Aber gleich. Warte. Also ich kann sie auch trotzdem nicht herstellen, weil ich habe keine. Doch, kann ich herstellen. Aber ich habe kein Holz. Achtest du, ob das Lagerfeuer fertig ist mit dem Fleisch? Kannst du das Holz nämlich rausholen? Ich habe ja doch Holz, ja. Aber ich guck trotzdem mal nicht, dass wir da jetzt unnötig unser Holz rüberladen. okay. Das ist schon zu spät. Kannst du Holz weg? Ja. Ups. Yay. Ja. Ich sag dir, überall sind diese Hyänen-Dinge. Ich bin froh, dass ich sie rechtzeitig sehe. Ja, allerdings. Also, glaube ich. So,
Ach Gott, ey. Eines Tages baue ich mir eine Waffe und dann schieße ich sie alle. Alles gut. Nee. Bald. Bald. Ach ja, ja, es gewittert übrigens. Also falls ich irgendwann mal weg bin, dann hat der Blitz hier irgendwo eingeschlagen und dann ist vorbei. Das hörte sich echt brutal an. Ja. Naja, Blitz. Ah, Donner halt. Hast du bei dir Fenster offen oder was? Ja, sonst wird mir noch warm. Ich hab doch vorhin gesagt. So. Ich find's immer gemütlich, wenn es draußen donnert und bei mir die Tür und alles zu ist. Wenn sie zu ist, nee, ich finde es schön, wenn sie offen ist. Weil erstens hört man das dann und zweitens riecht es unendlich gut. Was wollte ich fasern? Und die Katze rennt jetzt, glaube ich, durch die Gegend und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe ihn gehört, Katze. Er ist leise.